So, hallo zusammen, hier ist wieder euer Spartacus und wir spielen heute eine Runde Dune Imperium. Ein Spiel von Paul Dannen, erschienen bei Direwolf Legendary, auf Deutsch glaube ich bei Asmodee. Und dazu kommt jetzt im Herbst, Winter, in der Holiday Season, sagt Direwolf, auch eine Erweiterung raus, The Planet IX oder sowas. Das habe ich mir noch nicht genau angeguckt, da geht es aber wohl um den Maschinenplaneten EX, das heißt, es kommen ein paar neue Mechaniken dazu, neue Figuren. Darum soll es heute nicht gehen, wir spielen das Grundspiel und zwar Solo, wobei Dune Imperium nicht wirklich ein Solo-Spiel ist, denn man spielt eigentlich gegen zwei Automas, gegen zwei Bots. Ich habe da ein bisschen was schon vorbereitet, aufgebaut, erkläre ich euch aber jetzt alles, worum geht es grundsätzlich. Es geht darum, als erstes 10 Siegpunkte zu erreichen am Ende einer Runde. Und das ist ein Rennen, das dauert durchaus schon eine gewisse Zeit. Wer jetzt also jetzt nicht anderthalb Stunden Zeit hat, die wir hier wahrscheinlich brauchen werden, mit allen Erklärungen, vielleicht sogar ein bisschen länger, der muss hier nicht reinschauen, der kann sich das mal in Ruhe angucken, irgendwann abends oder spät. Nehmt euch die Zeit dafür. Die Basis ist natürlich der Wüstenplanet Dune. Vom Frank Herbert ist das der Wüstenplanet Dune. Da gibt es eine Reihe Romane, ich glaube 6 oder sowas. Nee, mehr, deutlich mehr. Und natürlich einen alten Film, es gibt eine Serie. Die Ikonografie hier beruht auf dem neuen Film, der 2021 erscheinen soll, auf den ich mich auch freue. Aber ich habe mir die Trailer noch nicht angeguckt, deswegen kann ich euch nicht sagen, ob diese Ikonografie auch wirklich so im Film, ob das halbwegs übereinstimmt oder nicht. Ich habe es euch eben erzählt, es ist kein reines Solo-Spiel, sondern man spielt gegen zwei Bots. Das heißt, man muss auch zwei Bots mitmanagen. Als Gegner habe ich mir ausgesucht Glosso di Bestie Raban und den Grafen Ilban Richese. Und ich selbst spiele als Anführer Paul Atreides. Wir spielen grundsätzlich Anführer von Adelshäusern und können unsere Agenten einsetzen mit unseren Karten, die wir dann spielen werden. Können Einflüsse bei den Fraktionen Imperator, Raumgilde, Bene Gesserit oder Fremen gewinnen und damit auch Siegpunkte erreichen. Können im Landsrat Politik machen, da geht es auch um Überzeugungspunkte und um einen dritten Agenten, den ich mir holen kann. Wir können bei der Mafia, das ist die Handelsgesellschaft, entsprechend Gewürz, wenn wir das geerntet haben, auch verkaufen. Können Abkommen mit denen treffen, Geld kassieren und wir können eben auf dem Wüstenplaneten selbst unsere Agenten einsetzen, können aus unserer Garnison, das ist hier durch die Kreise abgebildet, Truppen rekrutieren und können die in den Konflikt einsetzen. Und dann über die gibt es weitere Siegpunkte. 10 Siegpunkte, ihr habt gesehen, auf den 4 Fraktionen gibt es jeweils maximal 2 Siegpunkte, das wären zusammen 8. Die anderen 2 Siegpunkte muss man sich erkämpfen, indem man Konflikte bestreitet. Die gibt es in diversen Schwierigkeitsgraden. Ich zeige euch mal, da gibt es zum Beispiel einfach nur als ersten Preis einen Siegpunkt als Belohnung oder auch Einfluss. Dann bei den höherwertigeren Konflikten gibt es Kontrollen, es gibt mehr Spice, es gibt zusätzlichen Einfluss, es gibt zusätzliche Ressourcen und es geht hin bis zu zum Beispiel 2 Siegpunkten für einen erfolgreich bestandenen Konflikt. Um diese Konflikte wird es gehen, denn mit jeder Runde oder jede Runde besteht daraus, einen Konflikt auszukämpfen, auszufechten. Und zwar bereiten wir das Konfliktdeck so vor, dass wir sagen, die 4 Konfliktkarten mit der Schwierigkeit 3, die kommen ganz nach unten. Dann von den 10 Konfliktstufe 2 Karten werden 5 da drauf gelegt. Die anderen kommen aus dem Spiel und von den, ich glaube, 4 sind es, Konfliktstufe 1, kommt nur noch eine oben drauf, sodass ich dann insgesamt wieder 10 Konfliktkarten im Spiel habe. Ich habe eben gesagt, wir haben 2 Agenten pro Anführer. Den dritten kann ich mir als menschlicher Spieler über das Schwertmeisterfeld im Landsrat erkaufen mit 8 Solari. Das ist die Währung. Die zusätzlichen Ressourcen sind Wasser und Spice. Das kennt ihr aus der Themenwelt, wenn ihr das Universum kennt. Es sei erwähnt, wer mit dem Spice, mit dem Dune-Universum, mit dem Wüstenplaneten nicht viel zu tun hat, wer das nicht mag, wem das nicht gefällt, wer die Romane nicht kennt oder zumindest den alten Film von David Lynch als Regisseur, ich weiß es gar nicht, für den dürfte das Spiel nicht wirklich interessant sein. Es ist ein
Worker Placement gemischt mit Deckbuilding Spiel. Letztlich geht es um Siegpunkte. Ähnliche Mechaniken bieten viele andere Spiele auch. Und das hier hat natürlich thematisch ganz, ist es ganz nah dran an, den, an der Themenwelt, an dem Universum von Frank Herbert. Da sollte man also schon ein bisschen mit affin zu sein. Man muss damit nicht hoch vertraut sein. Man kann es natürlich auch spielen, ohne dass man es kennt. Aber dann dürfte die Bindung oder das Interesse an diesem Spiel auch irgendwann nachlassen. Bei mir ist das anders. Ich mag dieses Spiel. Mir gefällt auch die Grafik. Auch das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Aber wir gucken uns das an. Ich spiele euch eine Solo-Partie vor. Ihr kennt das bei mir und erkläre euch dabei, wie das im Detail funktioniert. Also, ich habe hier die 10 Konfliktkarten. Meinen dritten Agenten bekomme ich als menschlicher Spieler oben im Landsrat gegen 8 Solari. Die Bots, die meine beiden Gegner, brauchen das nicht. Die bekommen nach 1, 2, 3, 4, 5 Karten. Nach 5 Runden bekommen die automatisch ihren dritten Agenten. Das heißt, die lege ich dazwischen. Das wird so vorgeschlagen von, den, von der Anleitung, dass man das so baut. Man kann es auch daneben legen. Man kann auch die sechste Karte offen in den Stapel legen, sodass man daran erinnert wird, den dritten Agenten jeweils den beiden Gegnern bereitzulegen. Das kann man so tun. So funktioniert es aber auch ganz gut und man vergisst nicht, dass es da den dritten Agenten für die Gegner gibt. Ich muss gucken, dass ich meinen dritten Agenten vielleicht möglichst früh kriege, vielleicht noch vor den beiden Mitspielern, sodass ich da etwas mehr Möglichkeiten habe, meine Karte dann auch einzusetzen. Okay, Anführer habe ich erwähnt, habe ich ausgesucht. Es gibt natürlich noch weitere. Das macht es ein bisschen vielfältiger. Jeder hat, das ist leicht asymmetrisch, jeder hat etwas andere Fähigkeiten. Es gibt zwei Varianten von Fähigkeiten, nämlich eine dauerhafte Fähigkeit und eine Siegelringfähigkeit. Die wird nachher eine größere Rolle spielen. Die dauerhafte Fähigkeit ist bei jedem deutlich anders. Bei diesem Grafen Memnon von Memnon Torvald seht ihr das. Wenn man einen Sitz im Hohen Rat einnimmt, das ist dort eines der Felder, bekommt man einen Einfluss bei einer beliebigen Fraktion. Das heißt, diese Fähigkeit triggert einmal, ist auch nicht gerade wertlos, aber sie triggert eben nur einmal, ist keine Dauerfähigkeit in dem Sinne. Während Herzog Leto Atreides hier als Vertreter des Hauses Atreides einfach nur bei Feldern im Landsrat ein Solari weniger bezahlen muss. Das ist dauerhaft so und damit ist das natürlich eine etwas angenehmere Fähigkeit, als nur einmal einen Einfluss irgendwo zu gewinnen. Das ist also sehr unterschiedlich bei den Anführern. Ich als Paul Atreides darf mir jederzeit die oberste Karte meines Decks anschauen, wenn da ein Deck liegt. Wenn keines da liegt, weil ich beim nächsten Nachziehen erst mischen muss, dann geht das natürlich nicht. Meine Siegelringfähigkeit, die löst aus, wenn ich die Siegelringkarte spiele. Die gibt es im Startdeck. Ist die vorhanden? Ich zeige es euch kurz. Auf die anderen Karten gehe ich gleich ein. Das ist diese hier. Dann triggert mit diesem Effekt die Siegelringfähigkeit. Und das ist in meinem Falle Paul Atreides hier als Anführer gewählt, dass ich eine Karte nachziehen kann. Das bedeutet dieses Symbol. Bei den anderen, bei meinen Gegnern ist es der Fall, die Siegelringfähigkeit, dass dieser hier ein Geld bekommt und der Glossograban bekommt ein bzw. zwei zusätzliche Truppen für seinen Konflikt bzw. für die Rekrutierung. Das hängt davon ab, ob er eine Fraktionsallianz hat oder nicht. Jetzt kommen wir schon zu den Verzweigungen. Ich lege erstmal die anderen Anführer beiseite, die brauchen wir nicht. Wie gesagt, Siegpunkte gibt es über die zu lösenden Konflikte. Die werden ausgetragen auf dem Wüstenplaneten über die Anzahl von Truppen, die man in den Konflikt setzt. Manchmal hat man auch Truppen in seiner Garnison, die zählen aber dann bei der Konfliktbewertung nicht mit. Man kann aber in der Garnison praktisch Truppen aufsammeln und sie dann später nachzusetzen in seinen Konflikt. Wie das genau funktioniert, seht ihr dann später im laufenden Spiel. Einfluss bei den Fraktionen gewinne ich, wenn ich auf die Felder hier gehe, sobald das möglich ist. Dann gewinne ich hier Einfluss und dann auch eventuell bei 2 Einfluss einen Siegpunkt. Und bei 4 Einfluss bekomme ich diesen Marker. Das ist ein Siegpunkt und damit auch eine Allianz mit der jeweiligen Fraktion. Das sind hier die Fremen. Da bekomme ich auch den Bonus. Bei den Bene Gesserit bekomme ich eine Intrigenkarte. Bei der Raumgilde bekomme ich Geld. Und beim Imperator bekomme ich zusätzliche Truppen. Das sind Dinge, die ich als menschlicher Spieler bekomme, die aber die Bots nicht bekommen. Die bekommen die Siegpunkte natürlich und glaubt mir, davon nehmen sie nicht zu knapp, aber sie bekommen nicht diese zusätzlichen Boni. Das wird über ein eigenes Kartendeck geregelt, was sich die Bots teilen.
das sogenannte Haus-Hagal-Kartendeck. Das ist, hier wird genau beschrieben, was die Gegner jeweils tun. Ich werde aber dieses Bot-Deck nicht benutzen, denn das hat einen großen Nachteil. Es gibt hier, wie bei jedem Deckbilder auch, einen Markt von Karten, die man sich nachkaufen kann, um sein Deck zu verbessern und damit aber auch zu vergrößern. Es gibt ein paar Möglichkeiten, sein Deck auszudünnen. Zum Beispiel auch hier dieses Feld, das seht ihr hier. Da kann ich eine Karte entsorgen, also aus dem Spiel nehmen. Und damit kann man sein Deck ein bisschen ausdünnen. Ansonsten kann man eigentlich nur Karten nachkaufen. Und davon gibt es zwei Arten von Karten, nämlich die hier auf dem Markt. Davon kommen 5 Stück am Anfang in den Markt. Ich habe den jetzt mal hier nebengelegt. Das ist mit dem Bild von der Breite her besser zu machen, als wenn ich sie oben oder unten drunter legen würde. Denn dann wird das Bild zu hoch und hochkant wollte ich das Filmchen jetzt hier nicht drehen. Wie gesagt, man kann hier Marktkarten nachkaufen oder man kann dauerhaft verfügbare Karten kaufen. Das sind einmal für 9 Überzeugungspunkte und die muss man auch erstmal zusammensammeln. Ist das im Prinzip ein Siegpunkt, den man kaufen kann? Oder eine sehr günstige Karte für 2 Überzeugungspunkte. Ist das der Arrakis-Kontakt? Das ist eine ganz normale, einfache Karte, die mir ermöglicht, entweder im Landsrat oder auf den Siedlungen, im Siedlungsbereich, was meinen Agenten einzusetzen. Wie komme ich an diese Überzeugungspunkte? Nee, erst komme ich noch auf den Nachteil des Hagal-Decks, den wollte ich euch, habe ich vergessen, euch zu beschreiben. Der Nachteil hier ist, dass in diesem Deck keine Möglichkeit besteht, auf dem Markt für Dynamik zu sorgen. Das heißt also hier für Bewegung, fürs Durchtauschen zu sorgen. Wenn ich als einziger menschlicher Spieler nicht eine dieser Karten kaufen möchte, sondern meine Überzeugungspunkte am Ende einer Runde immer verfallen lasse, dann bewegt sich ja nichts. Das heißt, dann verändert sich hier gar nichts und dieses Deck würde dazu auch nichts beitragen. Das heißt, wir werden das gar nicht verwenden, denn es gibt eine Alternative, eine kostenfreie Alternative. Das ist die Direwolf Game Room App. Sie kostet, wie gesagt, nichts. Ihr müsst noch nicht mal einen Account anlegen bei Direwolf, sondern ihr startet einfach über den Earth-Icon Spiele. Unten links seht ihr Dune Imperium Begleit-App, öffnet das und startet eine Solo-Partie. Und dann sage ich, dass ich Paul Atreides bin. Dann sage ich, dass meine Gegner Glosso Rabban und Ilvan Richese sind. Dann sage ich, dass mein Schwierigkeitsgrad der einfachste sein soll. Und damit kriege ich noch 3 Truppen in die Garnison. Und ich habe 3 Startressourcen und meine Gegner haben nur eine Startressource, nämlich Wasser. So, und dann wird mir der Aufbau nochmal erklärt. Und der Startspieler ist links von mir, also sprich in der ersten Runde bin ich Letzter. Und dann kann ich hier, ihr seht das Haus Hagal, da drin ist aber eine Karte versteckt, oder mehrere sogar, die dafür sorgen, dass hier immer 2 Karten ausgetauscht werden müssen. Und das nennt sich dann Sturm im Imperium, wird gleich sicherlich kommen, ich zeige es euch dann. Und damit sorge ich hier auf dem Markt für Dynamik. Kann auch mal zu meinen Ungunsten sein, aber im Wesentlichen passiert dann etwas mehr auf dem Spielfeld. Okay, was haben wir noch vergessen zu erklären? Ach ja, natürlich Einflussmarker für jeden Spieler bei den Fraktionen. Bei 2 und bei 4 gibt es dann einen Siegpunkt. Wenn ich eine Allianz bekomme, bekomme ich natürlich den Siegpunkt. Wenn mich dann aber jemand, ihr seht das hier, hier gehen 3, das geht nicht bis 4, sondern bis 6 Punkten Einfluss, die ich gewinnen kann. Wenn mich hier jemand überholt, dann wechselt auch der Allianzmarker und damit wechselt auch der Siegpunkt. Das heißt, das gibt eine Möglichkeit, einen Siegpunkt zu verlieren. Es gibt Karten, in denen der Effekt Verliere einen Einfluss bei einer Fraktion auftritt. Und dann kann es auch passieren, dass man auch einen solchen Siegpunkt verliert. Ist mir jetzt tatsächlich noch nicht passiert in meinen Spielen, die ich hatte, ist aber da. Insbesondere, und darauf komme ich jetzt noch, auf die Karten, die hier liegen, noch zu sprechen. Es gibt bei den Bene Gesserit und in einigen anderen, wenigen anderen Fällen, auch bei Konflikten als Belohnung, gibt es durchaus solche Intrigenkarten. Die Bene Gesserit, die Schwesternschaft, wer das Thema kennt, die spinnen politische Intrigen beim Imperator. Ja, da geht es um Zucht, in Anführungszeichen.
Und solche Intrigenkarten bekommt ein Spieler dann und kann damit etwas machen. Und zwar gibt es drei Varianten. Es gibt einmal Karten, die nennen sich Komplottkarten, die er während seines Zuges einsetzen kann. Dann gibt es Kampfintrigenkarten, die bei der Auswertung eines Konfliktes eine Rolle spielen können, wenn man sie einsetzen möchte. Und es gibt, das muss ich ein bisschen suchen, Finalintrigenkarten, die bei Spielende im Rahmen der Wertung herangezogen werden. Und wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, dann gibt es eventuell separate Siegpunkte noch dazu, die die Wertung dann nochmal beeinflussen können. Diese Intrigenkarten kann ich als menschlicher Spieler sammeln, einsetzen, ausspielen, wie auch immer. Die Bots, wenn sie sie bekommen sollten, sammeln sie und auch für die anderen Ressourcen, Wasser, Spice, Solari, die geben sie nie aus, sondern was sie dann machen ist, dass sie drei Wasser- oder drei Intrigenkarten zu einem Siegpunkt umwandeln und bei Spice und Solari sind es jeweils 7, die sie brauchen. Wenn sie die gesammelt haben, kriegen sie automatisch einen Siegpunkt und dann gehen die Ressourcen wieder zurück in den allgemeinen Vorrat, beziehungsweise Intrigenkarten werden dann entsorgt für das Spiel. Was fehlt noch? Die Siegpunktleiste hier rechts. Hier die Konfliktmarker, die sind dazu da, um auf dieser Leiste im Rahmen eines Konfliktes die Gesamtkampfstärke zu bestimmen. Die besteht aus den eingesetzten Truppen und weiteren Schwertsymbolen, die man eventuell ausspielen kann. Das wird also hier abmarkiert, damit der Konflikt dann bewertet und entschieden werden kann. Was haben wir noch? Bei der Mafia, genau, das ist die Handelsgesellschaft, da gibt es Geld. Im Landsrat Politik, da gibt es Truppen, da gibt es aber auch den Mentaten. Einen hochgezüchteten, geistig, einen sehr intelligenten, hyperintelligenten Gehilfen, einen weiteren Agenten, den ich einsetzen kann. Im Prinzip als menschlicher Spieler ist mir das hilfreich, die Bots nutzen ihn nicht. Ich muss dafür aber 2 Solari ausgeben, kann dann eine Karte nachziehen und kann ihn dann einsetzen in meinem weiteren Zug. Das ist das. Und bei den einzelnen Feldern, was da jeweils passiert, erkläre ich euch dann, wenn ich drauf setze. Grundsätzlich ist es aber so, dass links die Kosten stehen und rechts die Belohnung, die man bekommt, wenn man einen Agenten hinsetzt. Das Dumme an diesem, oder das, der Trick, in, der Kniff in diesem Spiel ist aber, dass mir mein Kartendeck vorgibt, welche Felder ich überhaupt besuchen kann. Jeder Spieler beginnt mit den gleichen 10 Karten. Und mit 5 davon kommen auf die Hand, 5 andere in das Nachziehdeck. Und auf jeder Karte sind Symbole auf der linken Seite, die sagen, wenn man die Karte ausspielt, wohin man dann seinen Agenten setzen darf. Mit dieser Karte darf ich zu den Fraktionen gehen, dort meinen Lobbyisten mit einem Einfluss versehen. In diesem Fall muss ich diese Karte sogar entsorgen, aber es gibt im Deck noch eine andere Karte, die man dann behält. Mit dieser Karte darf ich zum Beispiel nur zur Mafia oder in die Wüste, um mir Spice zu besorgen oder Geld zu besorgen. Genauso mit dieser. Mit diesen beiden anderen Karten, die heißen überzeugende Argumente und ermöglichen mir eigentlich gar nicht den Einsatz eines Agenten, bieten mir aber hinterher am Ende meiner Runde jeweils 2 Überzeugungspunkte, mit denen ich dann auch Karten nachkaufen kann. So sieht meine erste Hand aus. Okay, ich bin aber nicht erster Spieler, sondern das ist der Glossuraban. Was wir noch haben, genau, das habe ich noch vergessen, euch zu erklären. Ihr seht hier bei den Wüstenfeldern jeweils ein Spice-Symbol als Belohnung und dann ein Sandwurm-Symbol. Das ergibt sich, dass am Ende oder gegen Ende einer Runde Sandwürmer an den Feldern, an den Gegenden, wo keine Agenten stehen, auftauchen und weiteres Spice hinterlassen. Das heißt, hier sammelt sich eventuell Spice an, was dann beim nächsten Agenten mit als Belohnung ausgeschüttet wird an den Agenten, an den Anführer. Okay, so, dann müsste das eigentlich das Gröbste gewesen sein, wie die Dinge einzeln funktionieren. Eins fehlt noch. Ihr seht bei einigen Feldern gekreuzte Schwerter als Symbole. Und die haben eine Bedeutung, nämlich, dass ich, wenn ein Agent auf dieses Feld geht, auch für den Konflikt etwas tun kann. In manchen Fällen bekomme ich Truppen als Belohnung, hier zum Beispiel, die ich direkt in den Konflikt einsetzen kann. Aber in allen Fällen kann ich bis zu 2 Truppen, das gilt auch für die Bots, bis zu 2 Truppen aus der Garnison, wenn da welche drin sind, in den Konflikt reinsetzen.
Also die Mechanik, dass alle Truppen immer direkt in den Konflikt gehen, die gilt hier nicht, sondern es gibt Felder, wo man Truppen bekommt, die in die Garnison müssen. Das wäre zum Beispiel hier beim Imperator der Fall oder hier beim Truppensammeln, beim Rednersaal. Diese Truppen müssen in die Garnison, aber über solche Kampffelder, auch wenn man keine Truppen bekommt, bei diesem Fall der Fall zum Beispiel, da bekomme ich keine Truppen, aber immer in einem Kampffeld kann ich, wenn ich eine Garnison Truppen habe, bis zu 2 nachsetzen. Das werden die Bots fleißig tun und ich muss das jedes Mal entscheiden, wie wir das geschickt gestalten. Gut, legen wir einfach mal los. Das Ganze beginnt damit, dass wir eine Konfliktkarte aufdecken und schauen, worum geht es eigentlich in dieser ersten Runde. Es geht um einen Einfluss bei einer beliebigen Fraktion und um 2 Solari. Nicht unspannend, der Konflikt, aber jetzt auch nicht das, was einem sofort Siegpunkte bringt. Da gibt es auch ganz andere Konflikte. Ein relativ einfacher Konflikt. Ich sage mal, ich muss ihn nicht gewinnen. Mir würden auch als 2. Platz 3 Solari reichen. Der 3. Platz wird bei einem Spiel zu zweit, Solo zu zweit oder zu dritt, gar nicht erst ausgespielt. Aber beim Spiel zu viert spielt er natürlich eine Rolle. Der Letzte im Spiel bekommt eigentlich in einem Dreier-, Zweier- oder Solospiel bekommt nichts. Warum sage ich der Letzte in einem Zweierspiel? Auch in einem Zweierspiel braucht man die App bzw. das Haus Hagal-Deck, denn auch in einem Zwei-Personen-Spiel spielt ein einzelner Bot mit, sodass es eigentlich immer ein Dreierspiel ist oder eben ein Viererspiel, aber nie ein Zweier- oder Solospiel, weil immer noch ein Bot dazukommt. So, legen wir los. Startspieler ist blau. Wir ziehen eine Karte. Ihr seht hier das Kartendeck symbolisiert. Das ist ganz nett animiert. Schwupp, da taucht sie auf. Das Feld heißt Verschwörung. Da kommt jetzt ein Agent hin. Oben zum Imperator. Bekommt einen Einfluss beim Imperator. Und das können wir hier abchecken mit einer Checkliste. Und rekrutiert 2 Truppen aus seinem Vorrat in seine Garnison. Man muss das nicht abchecken, aber es ist ganz nützlich als Gedächtnisstütze, ob man das gemacht hat oder nicht. Habe ich alles gemacht. Den unteren Teil behandeln wir dann, wenn es um den Konflikt geht. Dann ist Rot dran, wir ziehen wieder. Er geht nach Kafark. Kafark ist hier. Da rekrutiert er eine Truppe und setzt sie auch in den Konflikt. Und falls er hat, setzt er 2 Truppen nach. Hat er zwar nicht, aber wir haben es geprüft. Alles gut. So, Handy beiseite. Ich bin dran. Also ich sehe hier in meinem Kartendeck nicht wirklich die Möglichkeit, den Konflikt zu gewinnen. Ich würde erstmal die Suche nach Verbündeten eingehen und meinen Agenten auf eines der kostenfreien Felder setzen. Ja. Wir beginnen mal mit den Fremen, gewinnen hier einen Einfluss und gewinnen auch ein Wasser und könnten jetzt 2 Truppen in den Konflikt nachsetzen. Aber ich glaube, das erspare ich mir für einen der nächsten Konflikte. Ich lasse diesen einfach mal liegen und spielen das Ganze mal etwas anders an. Okay, das war's für mich. Dann ist Blau wieder dran, der 2. Agent. Er bekommt jetzt eine Sonderkarte, die nennt sich Spice Ernten. Und das heißt, er möchte auf das Feld mit dem höchsten Bonus Spice. Da gibt es bei keinem dieser Felder Bonus Spice. Und dann nimmt er das Feld, wo es in der Summe am meisten Spice gibt, das ist dieses hier, und bekommt dieses Spice auch. Das sind 3. Und jetzt möchte er 2 Truppen aus seiner Garnison nachsetzen. Das ist ein Kampffeld und setzt die auch in den Konflikt ein. Gut, dann ist Rot dran. Halten wir das Handy gleich in der Hand. Will auch zu den Fremen gehen, da ist aber besetzt. Das funktioniert nicht. Will jetzt nach Karthag, da war er aber schon. Das heißt, er muss nochmal ziehen. Selektive Züchtung. Er geht zu den Bene Gesserit und bekommt dort einfach nur einen Einfluss bei den Bene Gesserit. Gut, dann war es das. Dann bin ich wieder dran. Um den Konflikt schere ich mich nicht. Aber was will ich?
Was will ich? Was will ich? Ich kann eigentlich nur noch in die Wüste gehen, mir Spice holen oder mir oben bei der Mafia Geld holen. Tja. Ich glaube, ich gehe in das imperiale Becken und hole mir ein Spice. Damit habe ich meinen letzten Agentenzug, so heißt das, wenn man einen Agenten einsetzt, getätigt. Die anderen beiden auch. Das heißt, letztlich ist die Agentenrunde durch. Jetzt müssen wir mal gucken, wie kriegen wir das aufgerollt, was jetzt als nächstes zu passieren hat. Blau ist Startspieler, hat keinen Agenten. Jetzt wird der Kampfwert erstmal festgestellt. Und ihr seht das hier. Jeder Trupp im Konflikt bringt 2 Kampfstärkepunkte. Macht hier 4 für Blau. Das machen wir auch das gleiche für Rot. 2. Ich bin nicht im Konflikt drin, deswegen bleibe ich bei 0. Und jetzt werden beginnend mit dem Startspieler die Kampfintrigenkarten ausgespielt. Und bei den Bots ist es jetzt der untere Teil der Karten, die da relevant werden. Der Startspieler zieht ein Schwert, das heißt, er bekommt einen zusätzlichen Kampfpunkt und der nächste Spieler, Rot, zieht auch einen. Und damit ist der Konflikt entschieden. Der erste, und das ist Blau, gewinnt 2 Solari und einen Einfluss. Und er nimmt den Einfluss, wo er am wenigsten hat. Und das sind die 3 hier. Und dann entscheide ich. Ich gebe ihm mal den Einfluss hier bei dem Bene Gesserit. Das spielt im Prinzip keine Rolle. Denn es ist auf jeden Fall ein Punkt weit näher dran an einem Siegpunkt für ihn. So, wenn der Konflikt entschieden ist, werden die Marker wieder zurückgesetzt. Die Truppen, die im Konflikt sind, nicht die in den Garnisonen, sondern die, die eingesetzt wurden, die kommen wieder in den Vorrat zurück. Die müssen sich erst ausruhen wieder für den nächsten Kampf. Und der Konflikt ist entschieden. Jetzt kommen die Sandwürmer. Und die Sandwürmer kommen nur dahin, wo keine Agenten waren. Das ist nur dieses Feld. Und jetzt passiert der Rückruf. Das heißt, alle Agenten kommen zurück. 2 Blau, 2 Rot, 2 Gelb. Und der Startspielermarker wechselt. Und damit ist die Runde durch. Und es geht um den nächsten Konflikt. Und immer hier im Namen des Konflikts. Der erste hieß Gefecht. Der nächste heißt Nacht- und Nebelaktion. Da geht es um einen Einfluss und 2 Intrigenkarten. Und der zweite bekommt eine Intrigenkarte und einen Spice. Aber jetzt muss ich auf 5. Das behalten wir mal im Gedächtnis. Wir müssen nichts zurückrollen. Aber was ich vergessen habe, ist mein Aufdeckzug. Ich muss ja mit diesen 3 Karten noch was machen. Alle Karten, die der menschliche Spieler nicht verwendet hat, werden aufgedeckt. Und die Überzeugungspunkte hier unten angegeben. Das ist jetzt der untere Bereich der Karte, der den Aufdeckzug, der die Aktionen oder Werte für den Aufdeckzug angibt. Der grau hinterlegte Bereich gibt die Aktionen oder Werte für den Agentenzug an. Da gab es zum Beispiel bei der hier Entsorge diese Karte, die muss ich noch weglegen. Bei denen hier gibt es nichts sonst. Aber sie geben mir 5 Überzeugungspunkte und mit diesen 5 Überzeugungspunkten kann ich natürlich noch einkaufen. Und da gibt es eine Karte, die ganz spannend ist für mich, wo ich 2 Einfluss statt einen bekommen kann bei einer der Fraktionen. Danach muss ich sie zwar entsorgen, aber das einmal zu kassieren ist vielleicht ganz hilfreich. Gerade so früh im Spiel hilft mir das noch sehr. So, und die anderen werden abgelegt. So, jetzt beginnt die neue Runde. Hier kommt natürlich noch eine neue Karte hin. Okay. Die neue Runde. Es geht also, wie gesagt, um Einfluss. Ich muss auf 5 Karten aufziehen. 1, 2, 3, 4, 5. Mein Nachziehdeck ist leer. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht reingucken. Und hier müssten jetzt alle anderen Karten drin sein. Hier ist auch die Diplomatiekarte, die mir nochmal den Besuch bei jeder beliebigen Fraktion erlaubt. Und die anderen Karten erlauben mir Besuche bei allen möglichen anderen Feldern. Und da ist auch der Siegelring. Schauen wir mal, was wir machen können. Startspieler ist aber Rot. Der geht nach Karthag, bekommt eine Truppe in den Konflikt und kann nicht nachsetzen. Jetzt bin ich dran. Hm.
Wir könnten auch bei diesem Konflikt bin ich mir nicht sicher, ob ich ihn eingehen möchte, ob ich mir die Truppen nicht aufspare und vielleicht erstmal versuche, an Geld zu kommen, um mir meinen dritten Agenten zu leisten irgendwann. Und an Geld komme ich ganz gut, wenn ich den Siegelring ausspiele. Ups, das war mein Ablagestapel. Den Siegelring spiele ich aus. Und mit dem setze ich einen Agenten oben zur Mafia, zum Melange verkaufen. Und verkaufe 2 Spice gegen 6 Solari. Und dann setze ich meine Siegelringfähigkeit ein, die mir erlaubt, eine Karte nachzuziehen. Das steht hier. Karte nachziehen bedeutet das grüne Symbol. Sprich Ablagestapel mischen. Karte nachziehen. Überzeugendes Argument. Okay. Also nochmal Überzeugungspunkte gleich für den Aufdeckzug. Gut, damit habe ich den Siegelring ausgespielt. Und damit ist jetzt Blau wieder dran. Und jetzt haben wir es. Ich zeige es euch. Ihr seht das hier. Sturm im Imperium. Entsorge und ersetze die erste und fünfte Karte. Das heißt, diese Karte und diese Karte kommen aus dem Spiel. Und werden ersetzt durch einen Speer und eine Genmanipulation. Blau muss trotzdem noch ziehen. Rednersaal. Er geht also hier oben hin. Bekommt eine Truppe in die Garnison, nicht in den Konflikt. Okay, das ist eine Runde und der nächste Agentenzug geht los bei Rot. Geht zum Destillanzug, bekommt dort einen Einfluss und setzt eventuell Truppen aus der Garnison nach. Kann er nicht. Damit ist er auch fertig. Ich bin mit meinem letzten Trupp dran. Tja. Also ich habe die Möglichkeit, den Konflikt zu gewinnen. Dazu muss ich nur 2 Truppen reinschicken und hoffen, dass bei den Intrigenkarten nicht irgendwie 5 oder 6 Schwerter für Rot auftauchen. Und da Blau aber gar nicht im Konflikt ist, lohnt es sich für mich auf jeden Fall reinzugehen, auch wenn ich den Konflikt verlieren sollte. Denn dann bekomme ich immer noch eine Intrigenkarte und einen Spice als zweiten Platz. Und ich glaube, so machen wir das auch. Die Frage ist nur, wo machen wir das? Um Truppen einzusetzen, muss ich auf ein Kampffeld. Ich hole mir also entweder 1 oder 3 Spice oder ich hole mir hier bei den Fremen noch einen Einfluss. Das ginge. Ja, ich glaube, das machen wir auch. Ich spiele die Diplomatiekarte, setze meinen Agenten zu den zähen Kriegern, gebe denen ein Wasser und bekomme im Gegenzug 2 Truppen. Und ich kann beliebig viele einsetzen von diesen 2. Und da setze ich 2 ein und ich darf auch nachziehen. Und ich ziehe noch einen nach. Aber warum, zeige ich euch gleich. Und natürlich bekomme ich hier Einfluss und damit einen Siegpunkt. Okay, das haben wir abgewickelt. Damit ist mein Agentenzug auch durch. Jetzt ist Blau nochmal dran. Auf das Feld Verschwörung, das ist dort. Erhält dort Einfluss und damit auch einen Siegpunkt. Und bekommt 2 Truppen in die Garnison. Okay, so, Agenten sind alle im Einsatz. Niemand hat mehr einen dritten. Rot hat einen Kampfwert von 2. Ich habe einen Kampfwert von 6. Blau ist gar nicht im Konflikt. Und jetzt, um den Konflikt auszutragen, müssen wir beim Startspieler beginnend Intrigenkarten nachziehen. Das ist bei Rot nur einer. Das hätten auch 5 sein können. 1, 2, 3, 4, 5. Hätte ich sogar den Konflikt noch verloren. Ich glaube, es geht sogar bis zu 6.
deswegen hatte ich noch eine Karte nachgezogen, um dann ja, ein bisschen mehr Puffer zu haben. Hat geholfen auf jeden Fall, den Konflikt habe ich gewonnen. Damit kriege ich jetzt einen beliebigen Einfluss und den nehme ich mir mal bei, sagen wir mal, dem Bene Gesserit. Und ich bekomme zwei Intrigenkarten, die gucken wir uns auch in Ruhe an. Das eine ist sind zwei Schwerter für den Kampf oder im Finale 10 Spice. Spice ist der Tiebreaker bei Gleichstand, kann also sehr interessant sein. Und das andere ist auf jeden Fall eine Final-Intrigenkarte, und zwar je drei oder mehr Einfluss auf drei Einfluss leisten. Das heißt, wenn ich auf drei Einfluss leisten, drei oder mehr Einfluss habe, dann bekomme ich einen Siegpunkt. Und wenn ich auf jeder Einfluss leiste, auf allen vier mindestens drei Einfluss habe, bekomme ich sogar zwei Siegpunkte. Sehr interessant zu wissen, das ändert eventuell sogar die komplette Spieltaktik für die Zukunft. Ich muss also tatsächlich darauf achten, mir zwei Siegpunkte sichern, indem ich hier auf Einfluss spiele. Okay, dann werden wir mal schauen, was wir machen können. Die lasse ich aufgedeckt liegen, damit ich die auch im Blick halte. Und hier guckt ja jetzt keiner mit. Okay, dann haben wir den Konflikt entschieden und der zweite Platz kriegt eine Intrigenkarte, das ist rot. Da spielt es keine Rolle, was draufsteht. Erst wenn er drei hat, macht er daraus einen Siegpunkt und ein Spice bekommt er. Okay, das war das. Konflikt entschieden. Truppen werden in den Vorrat zurückgerufen zum Anführer. Sandwürmer. Das waren keine Agenten auf den Wüstenfeldern. Das heißt, es kommen dort, dort und dort Spice-Icons hin, Spice-Token. Und damit kann der Rückruf passieren. Jawohl. Zwei Agenten zurück. Zwei Agenten zurück. Zwei Agenten zurück. Und was ich noch vergessen habe, eben wie eben, mein Aufdeckzug. Die zwei Schwerter haben jetzt keinen Einfluss gemacht. Und ich habe drei Überzeugungspunkte. Wieso habe ich den Aufdeckzug vergessen? Drei Überzeugungspunkte. Da kann ich mir noch was Neues verkaufen. Vielleicht ganz praktisch die Genmanipulation. Damit kann ich nämlich mein Deck ausdünnen. Ja, okay. So, jetzt ist aber die Runde abgewickelt. Meine Güte, wieso habe ich die Aufdeckzüge vergessen beide Male? Sollte nicht vorkommen. Okay. War zum Glück nicht kriegsentscheidend. Neue Runde, neuer Konflikt. Es geht um zwei Einfluss, jeweils einer bei zwei von vier Fraktionen. Oder um ein Wasser und zwei Solari. Jetzt wird es langsam spannend, denn ich brauche ja Einfluss, wie wir hier sehen. Also ein Konflikt, den ich durchaus eingehen möchte. So, Startspielermarker wechselt. Fünf Karten. 1, 2, 3, 4. Fünf. Oh, okay. Sehr schön. Hier bekomme ich sogar zwei Einfluss bei einer Fraktion mit dieser Karte. Die muss ich danach zwar entsorgen, aber auch das ist okay. Zwei Einfluss ist genau das, was mir jetzt in die Karten spielt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin auch Startspieler. Tja, was machen wir? Konflikt würde ich gerne gewinnen, aber mit den Kampffeldern sieht es gerade etwas düster aus. Ich kann maximal diese Kampffelder besuchen, um eine Truppe zu gewinnen und zwei nachzuziehen.
Das würde funktionieren mit dieser Karte. Da lasse ich mir noch ein bisschen Zeit mit, die zu spielen. Da warten wir erstmal ab, wie das bei den Gegnern aussieht. Ich kann aber anfangen mit den Machtkämpfen. Und zwar gehe ich dabei zum Imperator. Bekomme jetzt 2 Einfluss statt einen und damit direkt auch noch einen Siegpunkt. Muss die Karte auch entsorgen. Es passiert also nichts weiter, aber ich bekomme auch 2 Geld. Und die 2 Geld geben mir in der Summe 9 Solari, sodass ich mir irgendwann in demnächst auch bald meinen Schwertmeister kaufen kann, meinen dritten Agenten. Die Karte muss entsorgt werden. Auf zur Seite damit. Und dann geht es weiter mit Blau. Zähe Krieger. Erhalte einen Einfluss, jawohl. Rekrutiere 2 und setze 2 nach. Oh, schon 4. Also gewinnen werde ich den Konflikt wahrscheinlich nicht, weil ich nicht so viele Möglichkeiten habe, auf 4 Truppen zu kommen jetzt. Und genauer gesagt, ich habe gar keine Möglichkeit. Na gut, dann ist es so. Dann schaue ich mal, dass ich wenigstens das Wasser und die Solari bekomme. Gucken wir, was Rot macht. Rot ist dran. Geht nach Araken, kriegt einen Trupp, würde 2 nachsetzen, kann er nicht. Okay. Das ist dieses. Dann geht die Runde wieder bei mir los. Dann würde ich tatsächlich das Feld, die Karte Genmanipulation spielen. Und was ist denn meine nächste Karte? Siegelring. Wir setzen zum Ziel, nein, nach Kafak gehen wir. Bekommen eine Truppe, setzen noch die in den Konflikt und können jetzt bis zu 2 nachziehen. Da würde ich sagen, machen wir das auch. In den zweiten Platz. Das Wasser und das Solari, das würde ich mir schon gerne dann noch sichern, auch wenn ich den Konflikt nicht gewinnen kann. Aber was wir noch machen können, ist, wir kriegen noch die Intrigenkarte. Eine Komplott-Intrigenkarte. Ich kann mir tatsächlich für 7 Solari einen Siegpunkt kaufen. Na, irgendwann mal zwischendurch, wenn ich viel Geld habe, aber erstmal will ich meinen dritten Agenten. Okay. Damit ist die Karte abgehandelt. Und jetzt kann ich noch, ist sie noch nicht, eine Karte entsorgen. Und ich entsorge einer der Stammkarten. Die wird im späteren Verlauf wenig Rolle spielen. Das ist zwar noch vergleichsweise früh, erst in der dritten Runde, aber ich muss es tun. Ich habe keine weitere Bene Gesserit-Karte im Spiel, sodass ich keine 2 Spice verdiene. Aber die Karte muss weg. Okay, gut. Dann ist das so. Dann ist jetzt Blau nochmal dran und geht auf Spice ernten. Spice ernten heißt wieder da, wo das meiste Bonus-Spice liegt. Das ist hier der Fall und in der Summe sind das 4. Plus die 3, die er hat, führt zu 7 und das macht er zu einem Siegpunkt für Blau. Na super. Und dann ist jetzt wieder Rot dran. Rot geht mit dem letzten Agenten in den Rednersaal und bekommt eine Truppe in die Garnison. Okay, dann haben wir das. Und damit sind wir mit der Runde durch. Ich mache jetzt meinen Aufdeckzug, bevor ich ihn vergesse. Ich bekomme 3 Überzeugungspunkte. Kann die jetzt beliebig verteilt ausgeben. Will ich das? Wo will ich das? Ja, warum nicht? Ich habe eben eine Karte entsorgt. Jetzt nehme ich eine ähnlich wertige Karte. Die gibt mir sogar noch etwas mehr Möglichkeiten und sogar noch, noch weitere Nachzugwerte. Ja, das sind 2 Punkte. Und den dritten, gucken wir mal, was der Späher kann. Den kann ich auch auf den Planeten schicken. Nehmen wir den mal. Mal gucken. Damit sind meine Überzeugungspunkte ausgegeben. Kampfstärke bestimmen, wären bei mir 6.
Und bei Blau wären es 8. Bei Rot sind es 2. Und beginnt mit dem Startspieler, geht das mit Intrigenkarten los. Boah. Ich könnte jetzt verhindern, dass Blau den Einfluss bei 2 Fraktionen bekommt. Wen würde er denn nehmen? Er würde nehmen die Raumgilde und dann weiterhin einen von den unteren, würde damit auf jeden Fall einen Siegpunkt bekommen. Boah, das ist nicht gut. Erstmal müssen wir für mich überlegen. Ich versuche es mal. Ich spiele mal die 2 Schwerter hier. Ich habe in meinem Aufdeckzug keine weiteren Schwerter. Ich spiele mal diese Intrigenkarte und bekomme damit 2 weitere Schwerter. Ziehe gleich. Gucken wir mal, was Blau zieht. Er zieht 2. Na, es hat sich also nicht gelohnt für mich, diese Karte einzusetzen. Und Rot bekommt 1 Schwert. Gut, damit ist der Konflikt aber auch entschieden. Rot bekommt nichts, verliert die Truppe. Ich bekomme ein Wasser und 2 Solari. Und bekomme die 3 Truppen zurück. Und Blau bekommt 2 Einflüsse bei Fraktionen, bei 2 verschiedenen. Er wählt immer das, wo er am niedrigsten steht. Das ist hier. Und dann wähle ich, und egal was ich wähle, es ist auf jeden Fall ein Siegpunkt. Soll er den nehmen? Nee. Nee, nehmen mal Fremen. So. Und damit kriegt er den Siegpunkt auf jeden Fall. Tja, blöd gelaufen. So, jetzt kommen wieder die Sandwürmer. Auf dem Zug habe ich diesmal gemacht. Die Intrigenkarte kommt weg. Und dann könnte es für mich jetzt als nächstes an der Zeit sein, auch mal meinen dritten Agenten zu kaufen. Schauen wir mal, was die Karten mir ermöglichen. Und dann ist erstmal der Rückruf angesagt. Und dann gibt es den nächsten Konflikt. Auch spannend. Der geht jetzt darum, der geht jetzt um den Mentaten, eine Intrigenkarte und 2 Solari. Der Mentat ist hier der Agent, den man dann in der dann folgenden Runde auch direkt als Agenten einsetzen kann. Das heißt, man hätte dann 3 bzw. sogar 4 Agenten zur Verfügung. Durchaus spannend. Okay. Hatte ich wirklich alle Agenten verloren? Na gut, wir müssen 5 Karten nachziehen. 1, 2, 3, 4, 5. Siegelring, Diplomatie, Dolch und Aufklärung. Okay. Gut. Startspieler wechselt. Habe ich vergessen. Okay. Blau fängt an. Er sammelt Truppen und bekommt 4 in die Garnison. 2, 4. Rot als nächstes setzt zum Highliner, bekommt Einfluss und gewinnt 3 Truppen in den Konflikt und setzt nach. Okay, ich werde es wohl nicht gewinnen. Denn so viele Truppen mit den Karten wird schwierig. Was ist denn meine nächste Karte? Das ist noch ein Dolch mit einem Schwert. Trotzdem versuchen wir mal was. Ich setze den Siegelring ein und werde hier hingehen auf den Schwertmeister. Zahle die 8 Solari. Bekomme damit meinen dritten Agenten, den ich auch in dieser Runde schon einsetzen kann. Und meine Siegelringfähigkeit ist, den Dolch aufzudecken. Gut. Jetzt muss ich 2 Dinge mir überlegen, wenn ich den Konflikt verliere. Ich könnte mir ja vorher in der Runde, bevor der Konflikt ausgetragen wird, den Mentaten auf mein Feld holen und einsetzen. Da muss ich mal gucken, was passiert mit dem Mentaten im Solospiel. Ich
zeige euch nochmal kurz die Anleitung. Die besteht aus einer relativ großformatigen, recht klaren deutschen Anleitung, dann einem Übersichtsblatt über die einzelnen Felder, was die genau bedeuten. Das erkläre ich euch aber gerade im Rahmen des Spiels. Und dann für das Solo und das Spiel zu zweit, wie die Bots gesetzt und gespielt werden. Hier geht es aber noch um den Mentaten. Da will ich nochmal schauen, was dort dazu steht, wenn die Gegner, wenn die Bots den Mentaten bekommen. Sie erhalten den Mentaten und setzen ihn in der nächsten Runde als Agent ein. Okay, das ist, also würden sie die Belohnung auch nutzen. Und hier ist nochmal was. Was ist eigentlich zum Mentaten, wenn der Mentat einem anderen Spieler okay, da steht es dann, außer du erhältst den als Konfliktbelohnung. Das heißt, hätte ich den Mentaten irgendwo auf meinem Anführerfeld, beziehungsweise dann auch schon eingesetzt, würde er sofort, auch wenn er schon auf dem Spielfeld wäre, rüberwandern zum jeweiligen Sieger dieses Konfliktes. Okay. Komme ich an entsprechende Truppen? Die Truppen werden ja ins Konfliktgebiet eingesetzt, die ich gerade rübergeschrieben habe. 3 und 2. Genau. Nee, das war rot. Rot hatte die Karten, die Karte Highliner. Okay. Sieht nicht gut aus für mich, 5 Truppen oder mehr hier reinzukriegen. Kann ich mir denn wenigstens noch irgendwo einen Siegpunkt verschaffen, um nicht allzu abgehängt zu werden von Blau? Ja, das können wir mal versuchen. Ich könnte mir, also ich muss den Konflikt liegen lassen, da wird sich, vielleicht setze ich gleich noch eine Truppe nach, damit ich wenigstens Zweiter werde. Das hängt davon ab, was Blau gleich macht. Aber erstmal gehe ich mit meinem Agenten zu den Bene Gesserit-Geheimnissen, bekomme Einfluss und damit einen Siegpunkt und eine Intrigenkarte. Hier steht drauf, sieh dir die oberste Karte deines Decks an, ziehe oder entsorge sie. Okay. Ich habe keine, muss ich vielleicht später tun, kann ich sie kostenlos nachziehen. Okay, gut. Das ist das. Dann ist Blau wieder dran als Startspieler. Geht auf den Faltraum, bekommt hier einen Einfluss und einen Siegpunkt. Na super. Und dann ist Rot wieder dran. Rot geht Spice ernten. Das meiste Spice kriegt er hier. 5. Gott, oh Gott, 5 auf einmal. Er hat noch ein Spice zu sammeln und dann bekommt er wieder einen Siegpunkt, der Rote. Was heißt wieder? Er hat noch keinen. Na gut, das ist vielleicht nicht ganz so schlimm. Okay. Und ich bin dran. Mit meinem dritten Agenten. Blau ist auf jeden Fall aus dem Konflikt raus. Das heißt, ich kann mir wenigstens die zwei Solari und die Intrigenkarte sichern, wenn ich mindestens eine Truppe reinsetze. Eine Truppe, was nehme ich als spannendstes? Ich habe vergessen, die aufzufüllen. Fällt mir gerade aus dem Augenwinkel auf. Warum habt ihr mir nicht Bescheid gesagt? Ich könnte. Hier kann ich nicht. Ja, doch, hier könnte ich hin. Wir kämen noch ein. Ja, das machen wir. Nein, ich kann ja nicht hin zu dem Frame. Ich kann nur auf Blau oder Grün. Das heißt, ich muss die Aufklärung spielen und kann dann zum Beispiel. Oh, wir suchen nochmal eine Intrigenkarte. Nehmen die hier nach Karthag. Muss nichts bezahlen, bekomme eine Truppe, die ich in den Konflikt einsetze und eine weitere Intrigenkarte. Oh, da kriege ich einen Einfluss bei dem Bene Gesserit. Mache ich gleich. Hilft mir.
Und dann habe ich wenigstens einen Agenten im Konflikt oder eine Truppe im Konflikt. So. Das heißt, er macht seinen Aufdeckzug, ist mit 0 im Konflikt. Er ist mit 8 im Konflikt. Ich mache noch meinen Aufdeckzug, bekomme mit meinen 2 und noch 2 Schwertern, bekomme ich 4 und habe nur 2 Überzeugungspunkte. Da kann ich noch mal beim Imperator mir Einfluss holen. Das ist nicht schlecht, den imperialen Spion. Ich brauche Einfluss, die Karte nehme ich. Die kommt nach. Und damit ist der Konflikt aber auch entschieden, denn beginnend beim Startspieler kommen Intrigenkarten noch dazu. Er nimmt noch 3 Schwerter. Ich habe keine weiteren, beziehungsweise er hatte schon die 2 gewertet. Das passt. Er gewinnt den Konflikt, bekommt den Mentaten, eine Intrigenkarte, hat damit schon 2 und 2 Solari. Und ich bekomme als Zweiter den Trupp, der geht zurück, bekomme ich wenigstens noch eine Intrigenkarte. Noch ein Giftschnüffler, okay. Und auch 2 Solari. Das bringt mich auf 5, dann nehmen wir den Großen. Gut. Dann kommen die Sandwürmer. Und dann geht's zu... Nein, hier kommt noch einer. War ja auch kein Agent zu Besuch. Und dann gehen die Agenten zurück. Meine 3. Das war's gewesen. Und dann kommt der nächste Konflikt. Und jetzt bekommen die anderen Spieler auch ihre dritten Agenten. Beziehungsweise Rot hat jetzt sogar 4. Der Startspielermarker wechselt. Rot setzt ja auch den Mentaten ein. Gut. Dann geht's jetzt los mit Rot. Worum geht's? Gucken wir uns das nochmal an. Belagerung von Arrakeen. Es geht jetzt um eine Kontrolle. Und zwar für dieses Feld. Jeder Spieler hat 3 solcher Kontrollmarker und in diesem Falle würde derjenige, der den Konflikt gewinnt, seinen Kontrollmarker dorthin setzen und in der Zukunft, jedes Mal, wenn ein Agent dorthin geht, egal von wem, würde er diese Belohnung, die daneben steht, bekommen. Also hier ein Solari, dort auch in Kathak und im imperialen Becken wäre es ein Spice. Durchaus ein spannender Konflikt, vor allen Dingen, weil auch da ein Siegpunkt noch daneben steht. Okay, ich muss 5 Karten nachziehen. Nachziehdeck ist leer. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Einmal bei Fraktionen und einmal nur Landsrat. Siegelring ist da. Okay, da müssen wir schauen, was wir machen können. Aber erstmal ist Rot dran. Rot zieht. Rot hat Sturm im Imperium gezogen und zwar für die 2. und 5. Karte. 2 und 5. Und Rot zieht. Selektive Züchtung. Wir setzen direkt den Mentaten ein. Das spielt keine Rolle, welche Figur wir da hinsetzen. Rot bekommt dort Einfluss und damit auch einen Siegpunkt. Das ist der erste für ihn. Okay. Ich bin dran. Moment. Ich frage mich gerade, warum... Achso, ja. Blau hat 4 Siegpunkte. 3 aus den Fraktionen und einen, weil er einmal Spice getauscht hat. Das war mir entfallen. Okay, ich bin dran. Hab 3 Agenten. Den Konflikt würde ich schon gerne gewinnen. Und damit der Diplomatie gehe ich zu den zähen Kriegern. Die kriegen Wasser von mir. Dafür ermöglichen sie mir 2 Truppen reinzusetzen und mein Einfluss bei den Fremen steigt. Okay, das ist wichtig.
Ja, das ist okay. Dann ist Blau dran. Wohlstand. Und das besorgt, verschafft er sich Einfluss. Rot ist dran. Will Spice ernten. Das meiste Bonus Spice gibt es hier. In der Summe sind das 4. Und die 6, die er hier hat, macht 10. 7 setzt er ein für einen Siegpunkt. Und bleiben 3. So. Und nachsetzen kann er nicht im Konflikt. Okay. Ich bin wieder dran. Jetzt setze ich mal meine Giftschnüffler-Intrigenkarte ein. Ich kann mir die oberste Karte des Decks ansehen und ziehen oder entsorgen. Nö, ich ziehe sie. Und dann setze ich diese Intrigenkarte ein hier, das Komplott bei dem Bene Gesserit. Kommt auch weg. Hat keinen Sinn, die aufzuheben. Und diesen Giftschnüffler hier, sieh dir die oberste Karte deines Decks an, ziehe oder entsorge sie. Die ziehe ich gerne. Hätte ich vielleicht am Anfang ziehen sollen, da wäre ich nämlich direkt auf das Wohlstandsfeld gegangen, hätte mir noch eine Intrigenkarte und Einfluss beim Imperator besorgt. Kann ich jetzt gerade nicht. Aber okay, jetzt muss ich aber tatsächlich doch mal einen Agenten einsetzen. Was habe ich denn? 5 Solari. Ich setze die Genmanipulation ein. Ich gehe zum Hohen Rat, zahle die 5 Solari und setze jetzt meinen zweiten Siegpunktemarker in den Hohen Rat und habe dort dauerhaft 2 Überzeugungspunkte mehr für meinen Aufdeckzug. Ja. Und die Genmanipulation sagt, dass ich eine Karte entsorgen muss. Und dann nehme ich den den Dolch oder die Aufklärung, eine von diesen einfachen Grundkarten hier. Ich glaube, ich entsorge den Dolch. Ich habe keine weitere Bene Gesserit Karte im Spiel. Nee. Damit ist Blau wieder dran. Es muss neu gemischt werden, steht hier. Das macht er ganz hübsch mit einer Animation. Blau möchte wieder zum Wohlstand, da ist er schon. Nochmal, Sturm im Imperium, erste und zweite Karte. Erste und zweite. Blau will immer noch ziehen, selektive Züchtung, da ist aber schon besetzt durch Rot. Blau zieht nach Karthag. Karthag, ups, das wird blöd. Eine Truppe gewinnt er in den Konflikt und zieht auch 2 nach aus seiner Garnison. Da müssen wir gucken, ob ich darauf noch reagieren kann. Rot ist dran. Rot will wieder Spice ernten und das kann er hier. Da kriegt er 3 zu den 3, die er hier hat, macht 6. Okay. Kann ich noch Truppen einsetzen? Ja, können schon. Mit dem Siegelring gehe ich nach zum Siege Tabra und bekomme dort eine Truppe, die ich in den Konflikt einsetze und ein Wasser und ermöglicht mir eine Karte nachzuziehen, mein Siegelring. Gut. Oder auch nicht. Das wird nämlich wegen der Intrigenkarten durchaus noch spannend, ob ich den Konflikt überhaupt gewinnen kann. Schauen wir mal.
Blau ist dran, hat ja auch einen dritten Agenten. Rednersaal, nur eine Truppe in den in die Garnison nachziehen. Rot ist dran, hat ja einen vierten Agenten für diese Runde. Zähe Krieger, da ist besetzt. Verschwörung dort und kassiert ein, oder gewinnt einen Einfluss und erhält zwei Truppen, aber nur in die Garnison, nicht in den Konflikt. So, ich bin dran mit meinem Aufdeckzug. Ich habe 2, 3, 4, 6, 7 an Überzeugungspunkten und ein Schwert. Macht 7 Kampfpunkte. Rot hat keine Kampfpunkte, aber Blau hat 6. So. Dann müssen wir noch mal gucken. Ich habe jetzt 7 Überzeugungspunkte. 3, 5, 7. Jawohl. Was kann ich damit machen? So eine Wurmreiterkarte besorgt mir beim Ausspielen Spice. Und wenn ich, beim Aufdeckzug würde es mir massiv Schwerter besorgen, die Karte. Das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme für 6 die Wurmreiterkarte und entsorge den Rest. Lasse den einen Überzeugungspunkt verfallen. Und dann müssen wir mit dem Startspieler beginnend Intrigenkarten ziehen. Ich habe keine Kampfintrigenkarten. Wir gucken bei Blau nach. Das ist schlecht. 1, 2, 3, 4 Schwerter. 1, 2, 3, 4 Schwerter. Blöde Geschichte. Blau gewinnt den Siegpunkt und Blau gewinnt die Kontrolle über Arakeen und bekommt die Truppen zurück. Ich bekomme die Truppen zurück und bekomme nur 4 Solari. Schade. Dann kommen noch die Sandwürmer, in diesem Fall nur hierhin. Und dann kommt die Rückkehr. Der Mentat kehrt jetzt aber wieder zurück in den Landsrat. Und dann kommen die Agenten zu den einzelnen Anführern. Und der Startspieler wechselt. Nächster Konflikt. Es geht um Karthag, also auch hier wieder Kontrolle und nur und einen Siegpunkt. Schauen wir mal, was wir machen können. 5 Karten. 1, 2, 3, 4. Dolch, Spicejäger, Speer, Überzeugung, Dune. Gut. Der Wurmreiter wäre eine der nächsten Karten. Gut. Schauen wir mal, was wir machen können. Ich fange an. Na, ja, das muss man auf jeden Fall mal machen, bevor es mir einer wegschnappt. Ich spiele den Spicejäger aus, gehe jetzt zu den zähen Kriegern, die kriegen wieder Wasser, geben mir 2 Truppen für den Konflikt. Ich gewinne hier den Einfluss, bekomme als Bonus ein Wasser und den Siegpunkt. Habe jetzt also die Fremen-Allianz. Okay, damit hätte ich auch für meine Finalintrige bei zwei Feldern schon mal meine 3 oder mehr Einfluss. Und den Imperator muss ich noch mal hin. Okay. Was macht Blau? Blau geht zum Faltraum, bekommt hier Einfluss. Rot geht zur Verschwörung, bekommt Einfluss hier, damit einen Siegpunkt und bekommt 2 Truppen in die Garnison. So schnell geht's. Ich bin wieder dran. Puh. Ich müsste mir eigentlich ein bisschen Spice organisieren, um später mal entweder den Highliner oder beim Imperator vorstellig zu werden. Das machen wir.
Und zwar mit Dune, der Wüstenplanet. Wir gehen hier hin, zahlen die zwei Wasser. Das ist zwar teuer, bekommen aber dafür 4 Spice. Und das würde schon reichen, um oben beim Imperator sich Geld, Truppen und Intrigenkarte zu holen und natürlich Einfluss zu gewinnen. Jo. Blau ist dran. Karthag bekommt eine Truppe und setzt sie in den Konflikt und setzt zwei Truppen nach. Ja. Rot ist dran. Spice ernten. Geht hier hin. Will zwei Spice ernten. Mit den 6 hat er 8. 7 setzt er ein und kriegt noch einen Siegpunkt. Okay, und setzt zwei Truppen aus dem Konflikt, aus der Garnison nach in den Konflikt. Super, sind wieder alle drei Gegenparteien im Konflikt beteiligt. Das heißt, ich muss jetzt auch wieder in den Konflikt investieren. Das kriegen wir aber hin, glaube ich jedenfalls. Was war meine nächste Karte? Die hier. Ja, die ist gut, die brauche ich. Und wie kriege ich sie? Ich setze meinen Speer ein, meinen Kumpel, und setze meinen Agenten nach Arrakeen. Dann bekommt Blau einen Solari-Bonus, weil er die Kontrolle in Arrakeen hat. Aber ich bekomme eine Truppe, die ich in den Konflikt einsetzen kann und kann eine Karte nachziehen. Und die hilft mir jetzt gleich beim Aufdeckzug. Ich habe ja keine Agenten mehr. Tatsächlich mit sehr vielen Schwertern. Das kann sehr hilfreich werden. Okay, Blau ist dran. Faltraum ist besetzt. Destillanzug. Blau ist dran, Destillanzug. Erhalte einen Einfluss und ziehe zwei Truppen nach. Uah. Damit leert er zwar seine Garnison unnötigerweise, aber das hole ich nicht mehr ein. Rot ist dran. Selektive Züchtung bekommt Einfluss. Und damit sind alle Agenten im Spiel. Ich mache meinen Aufdeckzug. Erstmal unsere Kampfstärken hier festlegen. Bei mir sind es 6. Hier sind es Rot, hat 4. Und Blau hat 10. So. Mein Aufdeckzug sagt: ein Schwert macht 7. Und hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schwerter. 7 und 6 sind 13 tatsächlich. Wow, mal gucken, was das wird. Und 4 Überzeugungspunkte. Für 4 Überzeugungspunkte vielleicht muss ich mal öfter zur Raumgilde. Ich brauche noch ein bisschen Einfluss dort. Nehmen wir mal. Und den 4. lassen wir verfallen. Gut, dann wechselt der Startspieler. Nein, Quatsch, noch nicht. Wir haben ja jetzt gerade erst meinen Aufdeckzug gemacht. Genau, jetzt kommen ja noch. Beginnt mit dem Startspieler andere Intrigenkarten, um den Konflikt zu entscheiden. Ich habe keine. Ich war Startspieler. Damit kommt jetzt die Schwerter für Blau. Es kommen jetzt Wechsel. Sturm im Imperium. Die 3. und 5. Dritte und fünfte gehen raus. Sehr spannende Karten dabei. Und Blau braucht immer noch 2 Schwerter. 1, 2. Oh, habe ich ein Glück. Rot zieht auch 2 Schwerter. Okay. Jetzt habe ich den Konflikt tatsächlich gewonnen. Ich bekomme einen Siegpunkt. Und die Kontrolle über Karthag. Und Blau ist Zweiter, bekommt eine Intrigenkarte. Das stört mich noch wenig. Und ein Spice. Auch das ist noch okay.
Alle Truppen gehen zurück. Und der Startspielermarker wechselt. Jetzt kommen die Sandwürmer. Und die Agenten gehen alle zurück zu ihren Anführern. Jo, neue Runde, neues Glück. 1, 2, 3, 4, 5. Was bleibt liegen? Ich darf ja gucken. Zwei Überzeugungspunkte, sonst nichts. Okay, jetzt müssen wir nachher mal beim Imperator vorbeischauen und vielleicht nochmal bei den, doch nochmal bei der Raumgilde. Da brauchen wir nämlich auch noch Einfluss. Ich bin aber nicht Startspieler. Das macht Blau. Blau geht zum Truppensammeln, muss leider nichts bezahlen und bekommt trotzdem 4 Truppen in die Garnison. Ah, wir müssen den nächsten Konflikt noch aufdecken. Wieder eine Schlacht um Karthag, zweimal direkt hintereinander. Jetzt sind wir aber bei Konfliktstufe 3. Es gibt 2 Siegpunkte zu verdienen und die Kontrolle. Da ich aber die Kontrolle bereits habe, bekomme ich einen Defensivbonus von einem Trupp, der auch in den Konflikt geht. Okay, dann warten wir mal ab. Rot ist dran. Rot haut rein. Bekommt hier einen Siegpunkt und bekommt 3 Truppen in den Konflikt und zieht 2 nach. Hier sind 5 Truppen abgebildet, aber auf der Karte für das Haus Hagal, für das Botdeck, stehen 3 Truppen. Das ist heftig. Rot will also da unbedingt hin. Ob ich das ausgleichen kann, wage ich zu bezweifeln. Ich spiele den imperialen Spion und gehe dort zur Verschwörung, bekomme dort 3 Einfluss und bezahle natürlich die 4 Spice. Bekomme jetzt 5 Solari, 2 Truppen in die Garnison und eine Intrigenkarte. Die gucken wir uns gleich an, denn wir sind noch nicht fertig mit dem Zug. Entsorge diese Karte und krieg dafür eine Intrigenkarte. Auch das machen wir. Okay. Hier kann ich mir 2 Spice kostenlos holen einmal, denn ich habe schon einen hohen Sitz im Hohen Rat. Und hier, wenn ich einen Konflikt gewinne, verdiene ich damit einfach mal 3 weitere Spice. Jo, nicht schlecht, Herr Specht, aber so einfach auch wieder nicht gemacht. Für meinen Konflikt bringt das noch nicht wirklich was. Trotzdem ist Blau dran. Blau geht nach Arakeen, bekommt dort, weil er die Kontrolle hat, auch selbst einen Solari. Kassiert eine Truppe in den Konflikt, setzt 2 nach und bekommt den Siegelring. Und da bekommt er eine zusätzliche Truppe. Er hat nämlich keinerlei Fraktionsallianzen mit irgendwem. Und die setzt er auch in den Konflikt. Puh. 5, 4, 1. Ganz schlecht. Rot will auch nach Arakeen, kann da nicht mehr hin. Dann geht Rot in den Rednersaal und bekommt eine Truppe in die Garnison. Ich bin dran. Bekomme ich jetzt hier noch irgendwie Truppen zusammen? Tja. Ich habe kein Wasser. Das ist das Problem. Hätte ich Wasser, könnte ich hier mir 2 Truppen holen, 2 Truppen nachziehen, wäre ich auch auf 5. Wir gucken mal. Ich hole mir erstmal hier die 2 Spice, weil ich einen Sitz im Hohen Rat habe. Dann
verkaufe ich ein paar Mafia-Anteile, sieben Solari, oder ich kaufe mir Mafia-Anteile, sieben Solari, bekomme einen Siegpunkt. Ob jetzt oder später, spielt auch keine Rolle. Aber was ist bei den Bene Gesserit? Aha. Ja. Ich gehe zu den Bene Gesserit. Also den Konflikt werde ich wahrscheinlich verlieren, aber ich mache ein paar andere Sachen. Ich gehe zu den Bene Gesserit, und zwar hierhin, zahle 2 Spice, bekomme den Einfluss und bekomme eine Intrigenkarte und einen Siegpunkt. Noch eine Intrigenkarte und einen Siegpunkt. Ich bin ja noch dran, Günstling des Imperators, ich bekomme einen Einfluss beim Imperator. Kettenreaktion, Glück gehabt. Einfluss beim Imperator. Bekomme als Bonus 2 Truppen in die Garnison. Und noch ein Siegpunkt. Holla, die Waldfee. Das ging jetzt aber schnell und unbeabsichtigt. Und ich habe ja noch einen dritten Agenten. Vielleicht kriege ich doch noch was hin. Naja, auf 4 komme ich. Da habe ich mal eben gerade schnell 1, 2, 2 Siegpunkte gemacht und 2 erworben. Das ging glimpflich davon. Da kann ich ja fast den Konflikt aufgeben, aber vielleicht ist der zweite Preis noch was für mich. Gucken wir mal. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig gemacht. Passt soweit. Blau ist wieder dran, war Startspieler. Will Spice ernten. Das meiste Bonus-Spice gibt es hier. Er kriegt 2. Und Rot ist dran. Truppen sammeln, da ist er besetzt. Geheimnisse geht hier hin, bekommt Einfluss, ist aber nicht, bekommt den Bonus nicht und hat nicht mehr als ich. Das heißt, der Siegpunkt wechselt nicht zu Rot. Das wäre noch ganz blöd. Und damit war es das für ihn. Ich bin jetzt als letzter dran. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich noch... Tja. Also die Wahrscheinlichkeit, den Konflikt zu gewinnen, ist für mich leider extrem gering. Gewinnen wird wahrscheinlich Rot. Denn ich habe keine Intrigenkarten, die mir Schwerter besorgen. Und auch im Aufdeckzug werde ich keine haben. Das heißt, ich kann mich mit meinem verbleibenden Agenten vielleicht für einen der nächsten Konflikte besser vorbereiten. Das war ja doch schon nicht so schlecht. Ich habe jetzt 4 Truppen in der Garnison. Vielleicht hole ich mir noch ein Wasser, um später hierhin gehen zu können. Und das Wasser kriege ich am ehesten im Siege Tabra. Und dazu brauche ich eine Karte, nehmen wir diese hier. Oder nee, wir nehmen den Siegelring. Ja, wir nehmen den Siegelring. Dann kann ich in den Siege Tabra gehen, kriege eine Truppe, die muss ich aber nicht in den Konflikt einsetzen, die spare ich mir auf und kriege das Wasser. Okay. Und damit, ach so, Siegelring, klar, Karte aufdecken. Das sind nämlich nochmal für meinen Aufdeckzug gleich 2 Überzeugungspunkte. Und damit ist jetzt der Startspieler dran. Komme ich wieder nicht zurückgesetzt. 2, 4, 6, 8 Punkte. Rot hat 10. Ich habe 2. Kampfintrigen. Agenten sind keine unterwegs. Nee, alles okay soweit. Passt. Der Startspieler. Blau bekommt keine weiteren Schwerter. Rot zieht ein Schwert, da ist es aber egal. Ich hätte vielleicht noch maximal 3 Truppen hier drin haben können. Also wäre ich bei 6 vielleicht gewesen mit Glück und hätte keine weiteren Schwerter gehabt. Also hätte ich eh verloren. War schon okay, dass ich das hier aufgespart habe.
glaube ich jedenfalls, dass es so passt. Und dann hoffe ich, dass ich die im nächsten Konflikt gut einsetzen kann. Den Konflikt gewinnt jetzt aber tatsächlich Rot. Rot bekommt die Kontrolle über Karthag. Ich verliere sie. Und Rot bekommt 2 Siegpunkte. Und Blau bekommt eine Intrigenkarte. Und 3 Spice. Das sind dann schon 6. Okay. Ich kann mir aber für meine... Die Karten hatte ich noch auf der Hand. Genau. Und das bedeutet, dass ich für 2, 4, 5, 7 Überzeugungspunkte kaufen kann. Nein, Quatsch. Doch, ich hatte ja nachgezogen. Richtig, genau. 7 Überzeugungspunkte kann ich kaufen. Und dann nehme ich mir hier die Opulenz. Da kann ich beim Kaiser, kann ich zum Kaiser hingehen und kriege dafür auch noch zusätzliche 3 Solari. Aber im Aufdeckzug kann ich für 6 Solari noch einen Siegpunkt kaufen. Das ist auch nicht schlecht. So. So, ich habe 3 Allianzen. Meine Güte, mir fehlt natürlich hier alles bei der Raumgilde. Da muss ich nochmal schauen, dass ich was hinkriege. Konflikt haben wir abgearbeitet. Die Truppen kommen zurück. Die Sandwürmer kommen zu Besuch. Und damit müsste alles abgehandelt sein, wenn ich das richtig gemacht habe. Und wir kriegen die Agenten alle wieder. Okay, und ich muss... Ja, neuer Konflikt, genau. 2 Einfluss bei einer beliebigen Fraktion und eine Intrigenkarte. Das ist genau das, was ich hier für die Raumgilde brauche. Fünf Karten. Also den Konflikt, den muss ich gewinnen. Da muss ich echt mal schauen, dass das klappt. Und bei den Bene Gesserit muss ich aufpassen, dass Rot mich nicht überholt, sonst wechselt der Siegpunkt. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ich kann einmal zur Raumgilde, das ist gut. Und mit dem Konflikt kann ich auch was machen. Was wäre meine Nachziehkarte? 2 Überzeugungspunkte. Puh. Tja. Schauen wir mal, ob das was bringt. Wer wird denn Startspieler? Rot. Es muss wieder neu gemischt werden. Und Rot geht nach Arakeen. Dort bekommt jetzt Blaue seine Solari-Belohnung. Und Rot bekommt eine Truppe in den Konflikt und zieht 2 nach. Und sein Siegelring sagt, er bekommt einen Solari. Bevor mir das Feld jemand wegnimmt, gehe ich mit einmal zu den zur Raumgilde. Warum gehe ich zur Raumgilde? Ist das Quatsch? Meine Idee ist, dass ich mir dort nur einen Einfluss hole und eine Karte, mit der ich überall hingehen kann. Damit ich mit dieser Karte, ach so, die kriege ich ja nicht direkt in diesem Zug. Das ist Quatsch. Ich muss, glaube ich, doch besser zu den Fremen, um mir 2 Truppen zu holen und 2 nachzuziehen in den Konflikt. Das machen wir.
Wasser, zwei Truppen und zwei weitere in den Konflikt. Das ist das Maximum, was ich für den Konflikt tun kann, denn den will ich gewinnen. Ja, so machen wir das. Und Blau ist dran. Geheimnisse bekommt hier einen Siegpunkt und eine, ja, sonst nichts. Rot ist wieder dran, will Spice ernten, das ist dann wieder hier, bekommt 4 Spice. Hat einen da liegen, sind 5 in der Summe. Und er kann nichts nachziehen. Okay. Ich bin wieder dran. Ich mache mal Folgendes. Ich werde mit dem Siegelring, kann ich ja gleich eine Karte nachziehen, aber ich gehe hier hin und zahle 2 Solari, um mir den Mentaten zu nehmen. Damit kann ich den gleich wieder einsetzen, kann mir dann aber auch für das Feld eine Karte ziehen und für den Siegelring eine Karte ziehen. Ah, okay. Und dann hoffen wir mal, dass ich... Jetzt kann ich nämlich auch zur Raumgilde gehen wieder. Mal gucken, ob das funktioniert. Blau ist dran. Truppen sammeln. Und 1, 2, 3, 4. Boah, aber nichts davon in Konflikt. Hoffentlich kommt da nicht noch was. Rot ist dran. Wieder Spice ernten, meine Güte. 3. Das heißt, er bekommt 8 in der Summe und das sind ein Siegpunkt und ein Spice. So. Das ist nicht schön. Dafür bleiben die mir aus den Füßen, was den Konflikt angeht. Hat auch seine Vorteile. Was ist denn meine nächste Karte? Oh, noch ein Schwert. Okay. Ich gehe zur Raumgilde, das mache ich mit den Mentaten und da kann ich, weil ich keine 6 Spice habe, nur das untere Feld benutzen, bekomme aber den einen Einfluss und bekomme jetzt die Faltraumkarte. Die kriege ich, jetzt muss ich nachgucken, bekomme ich die auf die Hand oder bekomme ich die auf den Ablagestapel, um sie dann später nachzuziehen. Hier steht es nicht drauf. Steht Erwirb. Und Erwirb heißt eigentlich, dass sie auf den Ablagestapel geht. Ich finde es auf Anhieb nicht. Ich habe mal gerade in der Anleitung geblättert. Ich lege sie mal auf den Ablagestapel. Blau ist nochmal dran, geht nach Arakeen, da ist besetzt, geht zum Imperator, Verschwörung, erhält dort einen Einfluss, keinen Bonus und hat nicht mehr als ich und bekommt 2 Truppen in die Garnison. So, Rot ist aber fertig, weil Rot ja Startspieler war, genau. Sein Aufdeckzug ist die Feststellung der Kampfstärke mit 4. Blau ist aus dem Konflikt raus. Dann kann ich jetzt noch meinen dritten Agenten einsetzen. Puh. Ich überlege, ob ich die Karte spiele und mir Spice besorge. Aber dann verliere ich die Schwerter für meinen Aufdeckzug. Die brauche ich vielleicht, wenn Rot eine starke Intrigenkarte nachzieht. Das heißt, ich würde vielleicht sogar etwas weniger klotzen, sondern nur kleckern.
setze meinen Speer ein und dann gehe ich wieder auf den Zielstabrenn und bekomme eine Truppe, die setze ich aber nicht in den Konflikt ein, und ein Wasser. So, jetzt, ich hatte 4 Agenten, genau deswegen konnte ich nochmal nachziehen. Ich hatte ja den Mentaten. Und damit kann ich jetzt auch, Blau ist raus, Rot hat wenigstens schon mal die Kampfstärke aufgedeckt, jetzt kann ich meinen Aufdeckzug machen. Jetzt habe ich wieder 8 Stärke und 2, 4, 6 Schwerter, weil ich die Fremen-Allianz habe. Macht 14, das holt Bevelau nicht mehr auf, und ich habe 4, 6 Überzeugungspunkte. Mal gucken, was ich mir dafür noch kaufen kann. 6 Überzeugungspunkte. 6 Überzeugungspunkte. Ich nehme mal die Prüfung der Menschlichkeit bei dem Bene Gesserit. Aber mal gucken. Das sollte maximal noch eine Runde dauern, das Spiel. Vielleicht geht es sogar schneller, wir gucken. Also, damit war mein Aufdeckzug klar. Jetzt kommt der Kampf selbst direkt. Damit kommen noch beim Startspieler beginnend Intrigenkarten. Rot sorgt erstmal noch fürs Nachziehen von zweiten und dritten Karte, 2 und 3. Und diese Dynamik hier im Markt, das hat schon sehr viele Vorteile gegenüber dem relativ, gegenüber diesem physischen Kartendeck hier im Bot-Bereich, was da gar nicht für sorgt. Und dann wären hier vielleicht lauter uninteressante Karten, die ich mir nicht kaufen würde. Er zieht kein Schwert. Okay, gut, damit hat sich das Aufheben des Wurmreiters nicht wirklich gelohnt, aber auf jeden Fall war sicher. Ich gewinne den Konflikt, bekomme 2 Einfluss bei einer beliebigen Fraktion, und dann nehme ich hier die Raumgilde. Damit bekomme ich noch einen Siegpunkt. Und ich bekomme noch eine Intrigenkarte. Ob mir diese Karte was bringt, ich lese euch gleich vor. Wir machen erstmal den Konflikt fertig hier. Der zweite, das ist Rot, bekommt eine Intrigenkarte und 3 Spice. Für 3 Intrigenkarten kauft er sich aber auch einen Siegpunkt. Das heißt, wir haben da Gleichstand. Und dann müssen wir mal gucken, was wir da machen können. Und die Truppen kommen alle zurück. Meine Truppen kommen zu mir. Blau hat sich eine Menge angesammelt. Die Kampfwerte kommen wieder zurück. Die Sandwürmer sind da. Die Intrigenkarte, die ich jetzt bekommen habe, heißt beim Marktende, also beim Spielende zum Finale der Wertung, wenn du mindestens 2 Spice muss fließen Karten hast, bekommst du noch einen Siegpunkt. Das sind diese hier. Aber da habe ich keine von. Und falls ich mehr als jeder andere Gegner habe, bekomme ich noch einen weiteren Siegpunkt. Die Karte bringt mir jetzt leider gar nichts, denn ich bekomme in meinem nächsten Spiel, in der nächsten Runde sicherlich keine 9 Überzeugungspunkte mehr, eine zu kaufen, geschweige denn 18, um 2 zu kaufen. Die hier, die Finalintrigenkarte für 2 Siegpunkte, je 3 oder mehr Einfluss auf allen 4 Fraktionen, habe ich. Das heißt, da wären mir 2 Siegpunkte sicher. Und ich habe den Konflikt eben gewonnen. Das heißt, ich bekomme 3 Spice. So. Diese Karte hätte ich übrigens im Rahmen des Ausspielens der Intrigenkarten mitspielen müssen. Im normalen Spiel Mensch gegen Mensch wäre das jetzt eigentlich ein Regelverstoß, weil sie mir zu spät aufgefallen ist. Ich habe das mal gemacht, sagen wir es mal so. Okay. Die 3 Spice helfen mir nämlich später. Jetzt kommt der Rückruf. Der Mentat geht wieder zurück. Jeder bekommt seine 3 Agenten. Blau ist jetzt ein bisschen abgehängt, aber Rot hat sich mit Spice-Sammeln echt
Siegpunkte geholt hier. Okay. Nächster Konflikt. Es geht um das imperiale Becken. Um dieses hier. 2 Siegpunkte sind das wert. Oh, das wird ein spannender Kampf. 5 Karten muss ich nachziehen. Was bleibt, ist der Dolch. Da darf ich ja immer reingucken. Startspielermarker wechselt. Ich bin Startspieler. Tja. Ich muss echt aufpassen, dass mir da die Siegpunkte nicht abhanden kommen. Ich werde mal Folgendes tun. Mit der Karte Opulenz bekomme ich 3 Solari, setze zum Imperator hier hin, bekomme noch 2, das macht dann 5. Bekomme hier auch einen Einfluss. Hintergrund ist, wenn Blau hier irgendwo hinsetzen wollte, würde er mir den Siegpunkt wegnehmen. Das kann mir auch mit Rot hier passieren, verliere ich auch einen Siegpunkt, dann wird es ganz blöd. Aber ich komme im Moment nicht zu dem Bene Gesserit. Und ich hoffe, dass ich gleich noch hier hinkommen kann, zu den zähen Kriegern, um Truppen in den Konflikt zu setzen. Da habe ich aber nicht die Angst, dass mir jemand den Siegpunkt wegnimmt für die Allianz. Deswegen bin ich da etwas vorsichtiger oben beim Imperator gewesen. Gut, das war das. Dann ist jetzt tatsächlich Blau dran. Ja, super. Und Blau macht genau das, was ich nicht wollte. Blau setzt hier hin, bekommt 2 Truppen und setzt 2 nach. Und bekommt hier den Einfluss. Verdammt. Murphys Gesetz. Rot ist dran. Wer hätte auch dahin gezogen? Geht dann aber hier hin, bekommt hier den Einfluss und jetzt nimmt er mir hier den. Na super. Wenn es einmal läuft, Rot nimmt mir den Siegpunktmarker weg. Das heißt, Rot bekommt einen, ich verliere einen. Boah, Leute. Damit hört das Spiel nicht sofort auf, sondern es wird bis zum Rundenende gespielt. Denn ich kann ja auch vor allen Dingen auch mit der Finalwertung noch durchaus Siegpunkte machen und das überholen sogar. Aber das, da müssen wir jetzt was tun. Verdammt. Ich bin dran. Tja. Jetzt müssen wir die verbleibenden Agenten auf jeden Fall irgendwo in den Konflikt ziehen. Das machen wir hier, indem wir zum Siege Tavre gehen. Und dort ein Wasser, einen Trupp und 2 in den Konflikt geben. Und dann geht das weiter mit Blau. Blau geht in den Faltraum und bekommt Einfluss. Boah. Damit bekommt Blau die Allianz mit den mit der Raumgilde und noch einen Siegpunkt. Das heißt, ich brauche jetzt schon 2 Einflusspunkte hier, um mir den Siegpunkt wegzuschnappen. Gleiches gilt hier bei dem Bene Gesserit. Wie man es macht. Rot ist dran, geht nach Arrakeen, da bekommt Blau wieder einen Solari. 2, 3, 4, 5, die wechseln wir mal ein, also 6. Und Rot bekommt eine Truppe in den Konflikt. Puh. Ich bin dran. Und ich muss den Konflikt gewinnen, sonst wird das nichts. Ich muss also Truppen einsetzen. Das heißt, ich muss mit der Genmanipulation
meinen Agenten nach Karthag setzen. Dann bekommt Rot einen Solari. Und ich bekomme eine Truppe in den Konflikt und meine zwei Nachziehtruppen. Und ich bekomme noch eine Intrigenkarte. Ups, diese hier. Oh, dann bekomme ich die vier Fraktionssymbole auf die Karte, die ich beim nächsten Mal oder die ich mit dieser Karte zusammen dann ausspielen möchte. Das galt natürlich jetzt nicht für die, schade, aber ist es so, wie es ist. Aber jetzt bin ich im Konflikt wenigstens wieder mit dabei. Hoffen wir, dass die anderen nicht nachziehen. Blau würde wieder nach Arakeen gehen, da ist aber besetzt. Blau geht in den Rednersaal. Und bekommt eine Truppe in die Garnison. Aber nicht in den Konflikt. Damit habe ich Glück, ich konnte den Konflikt gewinnen und dann auch vielleicht das Spiel. Schauen wir mal. Rot ist dran. Rot geht Verschwörung zum Imperator, bekommt dort einen Einfluss. Und bekommt zwei Truppen in die Garnison. Damit bin ich dran mit meinem Aufdeckzug. Ich habe zwei Überzeugungspunkte, ein Schwert, den Fremenbund habe ich und bekomme damit noch einen Spice, immerhin. Das ist das Spice. Das Schwert sagt mir 12 Punkte und ein Schwert sind 13. Rot ist bei 2, Blau ist bei 8. So haben wir es. Eine Intrigenkarte für den Kampf habe ich nicht. Beginnend beim Startspieler müssen wir jetzt aber Intrigenkarten ziehen. Ich habe keine. Blau zieht. Oh, und das ist Worst Case. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schwerter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schwerter. Blau gewinnt den Konflikt. Super. Und Rot zieht 2 Schwerter. Na, das wird spannend. Wir haben für Blau 2 Siegpunkte und die Kontrolle über das imperiale Becken. Und dann haben wir für Gelb 5 Spice. Das bin zum Glück ich. Die würden mir jetzt auch reichen, um das Highliner-Feld bezahlen zu können, um richtig Truppen rekrutieren und in den Konflikt setzen zu können für den nächsten Konflikt. Aber die Runde endet, weil wir ja gleich, weil jetzt ein Spieler über 10 Punkte hat. Die gehen zurück. Die gehen zurück. Die gehen zurück. Die gehen zurück. Die Sandwürmer kommen und jetzt kommt das Finale. Und jetzt haben wir hier wirklich noch ein, das wird jetzt noch ein echt spannender Kampf, denn der Konflikt ist aufgelöst und am Ende der Runde hat jetzt ein Spieler 10 Punkte oder mehr. Und jetzt kommen noch die finalen Bewertungen. Und ich habe tatsächlich, dadurch, dass ich bei allen vier Fraktionen 3 oder mehr Einfluss habe, 2, 3, 4, bekomme ich noch 2 Siegpunkte dazu. Bin also auch bei 10 Siegpunkten. Und jetzt gucken wir nochmal nach, damit wir nichts falsch machen. Finale. Bei Gleichstand gilt die Reihenfolge Menge an Spice, Solaris, Wasser und Truppen in der Garnison. So, Spice, Solaris. Wo haben wir den Gleichstand zwischen Rot und Gelb? Rot hat 1, 2, 3, 4 Spice, Gelb hat 9. Damit habe ich aber sowas von hauchzart, nämlich nur über den Tiebreaker Spice, diese Runde gewonnen. Ja, anstrengend war es. Das war knapp. Aber gut, dass ich sie gewonnen habe, kann ich wenigstens eine Siegerrunde präsentieren. Diese Karte bringt mir hier leider nichts, weil ich keine das Spice muss fließen Karten gekauft habe. Diese Intrigenkarte ist wunderschön, gibt mir Zugang zu allen Fraktionen. Ich
Ich konnte sie aber nicht mehr einsetzen, weil die Runde jetzt zu Ende ist. Das war eine Runde Dune Imperium. Gut, dass ich sie gewonnen habe, habe ich gerade schon gesagt, weil die Runde davor, die ich direkt hier vor aufgenommen habe, mit den gleichen Mitspielern, Gegenspielern, die habe ich doch recht deutlich mit 2 oder 3 Siegpunkten Rückstand verloren. Hier bin ich jetzt ganz knapp vorne und das bei gleichem Schwierigkeitsgrad. Also ihr seht, das ist ein, wir sind jetzt deutlich, was sagen wir, fast 2 Stunden sind wir dran, 1,50 habe ich auf der Uhr stehen hier. Zieht sich also schon, wenn man das solo macht und dabei auch noch erklärt. Aber ich hoffe, ihr habt einen Eindruck bekommen, wie das Spiel solo funktioniert, wie das mit dem Bot funktioniert, mit dem Deck, mit der App funktioniert das hervorragend. Die kann ich nur empfehlen, ist auch kostenfrei und ich kriege auch kein Geld dafür, dass ich sie empfehle. Und dann hoffe ich, ihr habt Spaß gehabt. Bleibt gesund, wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Spartakus.